Danke schön. Ich sah dich an und dachte mir, du bist so schön, du passt zu mir. Wie aus einer anderen Galaxie war ich geflasht, so wie noch nie. Ja, und du sahst mich so an, kamst auf mich zu, Mann, oh Mann. Es war gleich um mich geschehen, denn das, was es mit mir macht. Denn wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinem Strahlen und deiner Aura. Ja, ich seh dich und muss mich fragen, ich muss mich fragen, weißt du denn gar nicht, wie schön ihr seid? Was musst du gesagt werden? Ich seh deinen Stolz und deine Wut, den großen Stolz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst und immer siehst, wie's mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst, ja, dann seh ich all deine Farben und all deine Narben hinter den Mauern. Ja, ich seh dich, lass dir nicht sagen, lass dir nicht sagen, weißt du denn gar nicht, wie schön du bist. Oh. Denn jeder Punkt in deinem Gesicht ist so perfekt als zufällig. Es gibt nichts Schöneres als dich. Und ich hab das alles so gewollt, den ganzen Terror und das Gold. Ja, ich hab nie was so gewollt wie all deine Farben, all deine Narben. Weißt du denn gar nicht, wie schön. Die Version von Sarah Connor ja schön, schon schön, aber das ist gerade wirklich der Knaller. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Also man kann Anne natürlich auch buchen, um das nochmal klar zu sagen. Nicht nur für eine Hochzeitsfeier, weil manche haben ja auch schon geheiratet. Vielleicht wollen sie ja auch nochmal, also gerne dann nochmal denselben Mann natürlich, nochmal heiraten. Aber es gehen ja auch andere Möglichkeiten, wo man dich buchen kann, oder? Ja, also im Endeffekt einfach, wann immer in ihrem Leben Zeit für etwas Festliches ist, wo die Emotionen nochmal durch Musik verstärkt werden sollen. Also das kann von der Taufe starten, es gibt ja auch die sogenannten Traufen, Trauung und Taufe zusammen wird auch immer beliebt. Das ist auch einfach wunderschön, wenn eben schon Kinder da sind. Und dann eben bis zur Konfirmation, Geburtstagsfeiern, die Rosenhochzeit ist immer sehr schön. Viele Paare entscheiden sich nach 10 Jahren nochmal, sich das Jawort zu geben, sozusagen zu erneuern. Oder auch zum Heiratsantrag, stimmt, habe ich ja, eben schon gesagt. Ja, das hat es gesagt. Das finde ich also auch sehr, sehr romantisch, dann auch mit Gesang zu überraschen. Und ja, Silberhochzeiten, goldene Hochzeiten, runde Geburtstage oder wann immer eben Zeitpunkt für etwas Besonderes ist. Also an alle unverheirateten Männer, die jetzt hier gerade zugucken, das ist doch mal eine schöne Idee. Beim Heiratsantrag ist auch noch eine Sängerin dabei, also... Da wird viel geheult. Ich kann mir das schon vorstellen. Also, ein oder andere Tränchen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sie brauchen Taschentücher. Vielen herzlichen Dank, Anne. Danke. Gerne, danke schön. Vielen Dank.